Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Pflegebedürftig und dennoch in gewohnter Umgebung. Das historische Dorf feiert Saisonabschluss und Sächsischer Museumspreis geht an Kunstsammlungen. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Willkommen zum Wochenabschluss und einer neuen Sendung. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Einen alten Baum verpflanzt man nicht, sagt ein Sprichwort. Das gilt auch für Menschen. Viele, vor allem im ländlichen Raum, die im Alter pflegebedürftig werden, tun sich schwer, im Einpflegeheim umzuziehen. In Hartenstein wurde jetzt ein Objekt übergeben, das es Menschen ermöglicht, selbstbestimmt in der angestammten Umgebung zu leben, aber das volle Pflegeprogramm zur Verfügung zu haben. Es war ein recht großer Bahnhof für ein eher kleines Gebäude. Der ehemalige Bauhof in Hartenstein wurde nach einem umfassenden Umbau seiner neuen Bestimmung übergeben. Hier sollen künftig Menschen mit Pflegebedarf leben. Doch es ist kein Pflegeheim im herkömmlichen Sinne. Mit dem Umbau haben Marco Kaufmann und seine Mitarbeiter eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ja, wir haben vor anderthalb Jahren angefangen mit Planen. Wir haben ursprünglich den Bauhof, das war ja unser Bauhof der Firma. Wir hatten das von der Firma Hein übernommen, hatten das gekauft, das Gelände, hatten dann eine Zeit lang selber unser Lager drauf und haben dann mit dem Pflegedienst helfende Hände das umgeplant gemeinsam und haben uns dazu entschieden, was ganz anderes halt hier zu machen, wo wir sagen, hier finden jetzt Leute Platz, die einfach Hilfe benötigen und hier eine gute Zeit haben sollen. Nun denkt man bei Pflege immer an die großen Pflegeheime, wo viele Leute auf dem Hals sind. Hier ist es ein bisschen anders, das ist eher dem ländlichen Raum angepasst. Das Konzept hier ist ja ein anderes. Es soll versucht werden, individuell demjenigen, der die Hilfe benötigt und der sich nicht mehr alleine pflegen kann, trotzdem ein familiäres Umfeld zu geben. Und das ist hier die Zielvorgabe gewesen, diese Wohngruppensituation, die wir hier vorfinden, dass wir zwei Wohngruppen im Prinzip draus gemacht haben, wo wirklich eine familiäre Atmosphäre stattfindet, wo sich die Leute wirklich wohlfühlen können und ganz einfach ja, das Miteinander ein bisschen leben können noch. Dass dieses Miteinander auch im Alltag funktioniert, dafür sorgt der Pflegedienst Helfende Hände, ein echtes Familienunternehmen. Seit 25 Jahren im Bereich Hartenstein-Wiesenburg tätig, soll mit dem Objekt in Hartenstein die familiäre Wohnform für Pflegebedürftige im ländlichen Raum weiter ausgebaut werden. Das ist ein neues Projekt, ja. Das ist ein Konzept, was es schon mittlerweile so zwischen 15 und 20 Jahren gibt in Deutschland. Das ist so in dieser Zeit hier reingeschwappt. Und trotzdem, gerade im ländlichen Bereich findet man es selten, weil es die Größe der Wohnfläche oft nicht hergibt in diesen Bestandsgebäuden. Und deswegen sind wir hier froh, dass wir sowohl in Hartenstein als auch in Wildenfels sehr zentral, ortsnah in unserem Versorgungsgebiet mit insgesamt 4 Wohngemeinschaften Menschen, die den Pflegebedarf haben, in dieser Wohnform versorgen können. Das Interesse am Eröffnungstag war groß, auch wenn die meisten der Wohneinheiten schon vermietet sind. Die Zimmer mit bodenständigen Fenstern, bei denen also auch Menschen, die sich nicht mehr selbst fortbewegen können, den Außenbereich erleben können, kommt an. Eines soll den Bewohnern eben auch hier erhalten bleiben. Ein familiäres Miteinander in einem privaten Wohnumfeld. Das heißt, die Leute wohnen hier in einem privaten Mietverhältnis. Stellen Sie sich eine Studenten-WG in Leipzig vor für 6 Leute, eben nur hier in Hartenstein für 6 Leute oder bis zu 8 Leute mit einem Pflege- oder Hilfebedarf. Genau. Und welcher Pflegebedarf kann hier geboten werden? Also hier kann jeder Bedarf gestillt werden, egal ob das eine Person ist, die eine leichte Demenz entwickelt und in ihrem häuslichen Umfeld einfach nicht mehr zurechtkommt, dort eine Anleitung und Hilfe braucht, oder ob das ein Patient ist, der tatsächlich 24 Stunden im Pflegebett liegt und dort einfach eine ganz engmaschige Betreuung braucht, den wir hier in dieser Wohnform auch animieren können, einfach mit rauszukommen in den Pflegerollstuhl. Mit den geeigneten Hilfsmitteln kann man da ganz viel machen. Auch beim täglichen Essen haben sich die Betreiber etwas einfallen lassen. Auf jeden Fall steht schon mal eine moderne Küche zur Verfügung, wenn die Bewohner selbst kochen wollen. Also geklärt wird es eigentlich erst, weil wir das mit den Leuten bereden, die hier in diese Gemeinschaft einziehen. Das heißt, wir sind so ein bisschen der Moderator für die Wohngemeinschaft, die hier entsteht.
Und anhand der Bedürfnisse der Leute, die hier einziehen, werden wir uns kümmern, dass wir dieses Gerippe außenrum so basteln, dass die Leute gut in ihrem Alltag zurechtkommen. Es gibt für jede Wohnung 3 Sanitäreinheiten, davon ein ganz großes Pflegebad, wo wir die Leute pflegerisch komplett versorgen können, ähnlich wie in einem Pflegeheim, einfach von den Gegebenheiten her. Und bei der Essensversorgung ist es ganz einfach so, wenn die Leute Lust haben, mit uns oder allein zu kochen, dann dürfen sie es tun, können sie es machen. Und wenn es eben heißt, wir können nicht oder wollen heute nicht kochen, dann bringt unser Essenslieferant des Vertrauens, die Schulküche in Weißbach, uns ein richtig gutes Hausmannsessen. Das angesprochene Pflegebad kann sich wirklich sehen lassen. Mit der ebenerdigen Dusche ist es komplett barrierefrei, richtig großräumig und modern. Auch der Einbau einer Wanne mit Pflegemöglichkeit ist im Projekt bereits vorgesehen. Und auch wenn der demografische Wandel in Hartenstein nicht so zu Buche geschlagen hat wie anderswo, weiß der Bürgermeister um die Bedeutung eines solchen Objektes. Ja, und ich bin absolut glücklich, wenn wir unsere eigenen Leute natürlich hier in den eigenen Reihen behalten können, weil sie auch die Stadt mit aufgebaut haben und überhaupt für dieses Leben hier gesorgt haben. Und es ist eine Wertschätzung einfach am älteren Menschen. Na, zum einen braucht es die Investoren, die das zum einen im Portemonnaie haben und aber vor allem viel mehr im Herzen, dafür Projekte zu schaffen. Und zum anderen braucht es natürlich diese formellen Rahmenbedingungen, die uns da wesentlich vereinfacht werden müssen, um Wertschöpfung im ländlichen Raum zu betreiben, um solche Projekte natürlich auch umsetzen zu können. Das ist auch in Dresden schon angekommen. Im Landtag wird durchaus gesehen, dass der ländliche Raum ganz andere Möglichkeiten bietet als Standorte in großen Städten. Ja, es ist für mich schon wie so ein Modellcharakter, weil ich sage mal, die Menschen hier sag schon selbstbestimmt leben können und werden aber trotzdem betreut. Und das auf einem, sag ich mal, Raum, wo man sich begegnet, aber wo man auch zum Fenster rausgucken kann und sieht Grünes. Wir sind ja ebenerdig alles und man kann auch außen rumlaufen, also muss man auch den Platz ja erstmal haben, dass alle, die meinetwegen noch einen Rollator haben, raus können und sich bewegen können. Das ist natürlich im städtischen Bereich wirklich schwierig, diese räumlichen Voraussetzungen zu schaffen. In Hartenstein ist dieser Raum da. Und so soll dieses Objekt nur der Anfang sein für eine größere Anlage, die dennoch ihren ländlichen Charakter behält. Unser Ziel ist es, im nächsten Step, im Bauabschnitt 2, nochmal einen ähnlichen Komplex hinzusetzen für behinderte Menschen, für Menschen mit einer Beeinträchtigung, die auch ähnlich des Wohngruppenthemas dann im Prinzip aufgenommen werden können, wo man eine familiäre Situation wieder vorfinden sollte, so ein zusammen ganz einfach, wo diese Leute sich wohlfühlen können. Und das eben vorrangig im nächsten Step für behinderte Menschen. Das ist das Ziel. Und dann im nächsten Schritt wollen wir gern so ein kleines Dorf in der Stadt Hartenstein auf dem hinteren Teil des Geländes errichten. Das Gelände gehört uns schon, der Casa und Innova GmbH. Wenn es möglich ist und wenn es baurechtlich möglich ist, das muss mit den Ämtern im Prinzip geklärt werden, dann wäre das ein großer Wunsch von uns, das noch zu bebauen, wo man diesen dörflichen Charakter dort in diesem Gelände erfährt und wo Menschen eben an die Pflege mit angegliedert sind und von dieser profitieren. Das Objekt in Hartenstein zeigt vor allem eines. Gewinnorientiertes Arbeiten und soziales Engagement müssen kein Gegensatz sein. Im Gegenteil. Das Interesse, das dem Objekt entgegengebracht wird, zeigt, dass die Akteure auf dem richtigen Weg sind. Der Wetterdienst kündigt zum Wochenende sinkende Temperaturen, Frost und erste Schneefälle an. Langsam wird es also Zeit, sich auf den Winter einzustellen und entsprechende verkehrssichernde Vorkehrungen zu treffen. So auch der kommunale Bauhof des Tiefbauamtes Zwickau. Die meisten Fahrzeuge wurden schon umgerüstet und bekamen Räumschilder und Behälter für Streugut montiert. Der städtische Winterdienst ist somit einsatzbereit und kann bei Bedarf schnell ausrücken. Zur Verfügung stehen insgesamt 16 Winterdienstfahrzeuge. Insofern es die Witterungslage erfordert, können außerdem 15 Mitarbeiter und 6 Kleintransporter insbesondere für die Schneeberäumung auf Gehwegen eingesetzt werden. Ebenfalls sind die Lagerhallen im kommunalen Bauhof gut gefüllt. Derzeit sind 2300 Tonnen Streusalz, 25 Tonnen Sohle und 30 Tonnen Split vorrätig. Somit ist der Winterdienst gut vorbereitet, einsatzbereit und der Winter kann kommen. Werbung.
Willst du hoch hinaus? Dann komm zur Allianz. Wir gestalten die Zukunft und engagieren uns für die Gesellschaft. Bei uns kannst du ein duales Studium absolvieren, eine Ausbildung zum Kundenbetreuer oder Spezialisten starten und dich zum Vertreter oder zur Führungskraft entwickeln. Wir, die Geschäftsstelle Zwickau, bestehen aus 124 Vertretern und 24 Kundenbetreuern. Freiheit steht bei uns an oberster Stelle. Von flexiblen Arbeitszeiten über die Möglichkeit, teilweise im Homeoffice zu arbeiten, bis hin zu unbefristeten Arbeitsverträgen. Beim Marktführer und einem der besten Arbeitgeber Europas wird dieser Traum Wirklichkeit. Und hinterher eine gemütliche Runde ist es auch noch mal schön hier zu sitzen. Wow, so einfach ist das. Eine richtig tolle Wohnung und eine Ausstattung, die wir aussuchen konnten. Genau die Küche, die tollen Fliesen an der Wand, eine richtig schöne Dusche. Und das nur für ein paar Euro mehr im Monat. Wenn alles so einfach wäre, dann müsste sich die Steuererklärung selber ausfüllen, es nie mehr Bad Hair Days geben, Kaffee nie kalt werden, man nur nette Verwandte haben und immer Grünphasen auf dem Weg. Man müsste sich beamen können und Zeitreisen wären möglich. Wow. Sie müssen nur noch unterschreiben. Bestimme deine Miete und Ausstattung selbst mit dem Mietkonfigurator der GGZ. Als passionierte Fotografin nehme ich gerne die Schönheit der Natur mit meinen Bildern auf. Besonders anspruchsvoll sind die Berge. Wenn meine Gelenke anfangen weh zu tun und die Schmerzen mich buchstäblich in die Knie zwingen, dann kommst du nicht mehr weit. Eine Freundin hat mir zur Rosaxan geraten. Und somit konnte ich die Schmerzen überwinden. Jetzt kann ich die Natur wieder genießen und die schönen Momente in meinem Leben mit meinen Bildern festhalten. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Zwei feste Veranstaltungen haben sich im historischen Dorf etabliert. Da haben wir zu Beginn der Saison den Frühlingsmarkt und am Ende das Dorfglühen. Letzteres fand dieses Jahr am vergangenen Samstag statt und das zog eine Menge Besucher an. 14 Uhr begann das Fest und im Handumdrehen füllte sich das Innere des Palisadenzauns mit Menschen und auch Hunden. Im November herrscht ja oft Hundewetter und da jagt man die Vierbeiner sprichwörtlich nicht vor die Tür. Der letzte Samstag war die Ausnahme. Ab und zu lugte sogar die Sonne hinter den Wolken hervor, da fühlten sich Zwei- und Vierbeiner wohl. Wem es doch schon zu frisch war, der setzte sich ans Lagerfeuer und heizte innerlich mit Glühwein ein. Ja, wir freuen uns, dass die Leute auch dank des vielleicht wieder schönen Wetters so zahlreich gekommen sind. Ja, was wird heute alles gegeben? Wir haben ein recht buntes Programm. Wir haben hier auf der Bühne Kerzen ziehen, dann gibt es Laternenbau für den Laternenumzug. Dann können kleine Weihnachtsgeschenke oder Weihnachtsdeko hergestellt werden. Es kann gefilzt werden. Es gibt Musik, gleich zwei Formationen. Einmal letzte Woche mit Dudelsack und Schlagwerk auch zum Mitmachen. Und mehr das Schlagwerk zum Mitmachen als der Dudelsack. Und die Celtic Crowds, die so Mittelaltermusik machen, ganz sich selber gar nicht genau festlegen, aber am ehesten sagen sie, machen sie Mittelaltermusik. Die erste Formation war schon während des Interviews zu hören. Das schauten wir uns näher an. Thank you.
Auch Zwickaus Oberbürgermeisterin hatte den Weg ins historische Dorf gefunden und auch sie hatte ihre Freude. Kinder, wie die Zeit vergeht, das kam uns bei diesen Aufnahmen in den Sinn. Es war doch erst Frühlingsmarkt, als wäre es gestern gewesen. Doch zwischen diesen beiden Veranstaltungen ist eine Menge passiert. Oh, es war ein volles Jahr. Wir hatten viele, viele Besucher da. Wir haben wieder eine Menge Schulklassen an den Vormittagen gehabt. Wir hatten ganz tolle Ferienprojekte. Wir hatten zwei sehr schöne neue Ausflüge. Unter anderem hatten wir den Jugendpilgertag, den wir erstmalig gemacht haben. Das war auch eine ganz tolle Erfahrung. Und an den Nachmittagen hatten wir Projekte mit der Gräfenmühle zusammen. Wir haben das Bogenschießenfest installiert am Mittwoch. Das wird auch nächstes Jahr so weitergehen. Und auch jetzt die Feste, Gott sei Dank, wieder gut durchführen können. Das Dorfglühen ist der Saisonabschluss für dieses Jahr. Aufgrund unserer personalen Situation können wir keine Weihnachtsangebote machen. Das würde sich sicherlich hier auch anbieten. Andererseits hat die Stadt Zwickau da ganz tolle Weihnachtsmärkte, wo es auch bleiben kann. Und das ist auch in Ordnung so. Wir legen wieder los im Februar mit dem Ferienprogramm rund ums Feuer. Neben den Veranstaltungen wird ständig am Dorf weiter gewerkelt. Wir sind ja ständig am Weiterbauen. Seit Jahren wollen wir auch eine Außenküche bauen. Da gibt es auch wieder ein paar schöne Ideen, die wir nächstes Jahr umsetzen können. Wir haben von unserem Dr. Seidel einen Ofen geschenkt bekommen, so eine Feuerhexe oder wie das hieß, was früher so in den Bauernhäusern drin stand. Also so ein Ofen, der mit Feuer beheizt wird und auf dem man kochen und backen kann. Den werden wir zusammen mit einem alten Kaminbauer reparieren und dann können wir darauf kochen. Wir werden wieder das Projekt Außenküche in Angriff nehmen. Das versuchen wir schon seit Jahren, aber es ist einfach zu viel los. Wir schaffen es nicht. Höhepunkt und Namensgeber des Festes ist das Dorfglühen. Leider konnten wir das in diesem Jahr nicht mitverfolgen. Den Besuchern war das vielleicht recht, denn im Dunkeln müssen wir ja immer das lästige Kopflicht an der Kamera einschalten. Wir wollten aber dennoch wissen, was man sich in diesem Jahr ausgedacht hatte. Ja, wir haben uns für dieses Jahr etwas Neues ausgedacht. Und zwar haben wir das ganze Fest unter einen Rahmen gesetzt. Es gibt die Behauptung, die Musiker, die ja weit in der Weltgeschichte herumkommen haben, einen Brief bekommen von einem sonderbaren Wesen. Und der wird hier verlesen. Und in diesem Brief werden wir gebeten, als Besucher des Festes Licht zu bringen. Weil die Lichtwesen, von denen der Brief kommt, haben jetzt im November starke Schwierigkeiten mit den Schattenwesen und die Schattenwesen scheinen zu gewinnen. Es wird immer dunkler und deswegen sollen die Menschen Licht bringen und zwar in die Herzen oder auch in die Häuser. Sie können Kerzen hier herstellen, sie können Geschenke basteln, sie sollen tanzen und singen und Spaß haben. Und um 17 Uhr kommt der Höhepunkt, treffen sich hier hinter mir vor dem Torturm die Kinder, denn die Kinder sind reinen Herzens und die sollen zum Wächter des Waldes gehen und dort das magische Licht holen. Und mit diesem magischen Licht kann dann das magische Feuerspiel beginnen, das dann endgültig die Dunkelheit vertreibt. Nun wussten wir, was wir verpassen würden. Aber es half ja nichts. Wir schauten noch einmal den Musikanten auf Mund und Finger und damit beendeten wir unseren Beitrag vom Saisonabschluss. Am 13. November hat Sachsens Kultusministerin Barbara Klepsch in Dresden den 9. Sächsischen Museumspreis 2023 verliehen.
Auch in Zwickau gab es Grund zum Feiern. Die Kunstsammlungen wurden für ein Projekt zur Restaurierung von christlichen Bildwerken des Spätmittelalters mit dem Spezialpreis gewürdigt. Um einmal zu hinterfragen, was da genau geleistet wurde, um den mit 5.000 Euro dotierten Preis zu erhalten, waren wir dieser Tage in den Kunstsammlungen zu Besuch. Verabredet waren wir direkt vor den Objekten, die der Restauration unterzogen worden waren. Ja, also wir sind sehr, sehr glücklich und freuen uns wirklich über diesen Sächsischen Museumspreis, weil er eigentlich eine Arbeit würdigt, die sonst immer im Verborgenen stattfindet, die Restaurierung. Und dann war das ein Projekt, was wirklich lange, lange Jahre dauerte. Also von 2008 an haben wir hier unsere spätgotische und frühbarocke Sammlung restaurieren können mit ganz viel Unterstützung. Wir würden uns da auch nochmal sehr, sehr herzlich bedanken bei allen Mitstreitern. An erster Stelle natürlich den Restauratoren und Restauratorinnen, aber auch der Landesstelle für Museumswesen in Sachsen, die uns hier wirklich fachlich und finanziell begleitet haben über die Jahre oder Jahrzehnte. Und ganz viele Förderer gab es, die Gemeinde Reinsdorf, die Kulturstiftung der Länder, Ernst von Siemens Kunststiftung, aber auch viele Unternehmer und auch Kirchgemeinden haben uns hier wirklich unterstützt. Das Ergebnis sieht man jetzt ja hier in den Kunstsammlungen. Es ist wunderschön dargestellt. Die Leute sind immer wieder begeistert. Wir waren auch schon mehrfach hier. Wir erinnern uns, wir haben damals auch schon mal davon berichtet. Und trotzdem, was waren die großen Herausforderungen? Und was war eigentlich dieser Aha-Effekt? Wir sehen hier schon zwei Fläschchen aufgestellt. Aber ich glaube, das kann uns jemand anders dann noch besser erklären. Genau, das war auch ein sehr innovatives Forschungsprojekt, kann man sagen, zur Restaurierung und vor allem zur Entölung von zur Extraktion eines harzölhaltigen Mittels. Und das kann gerne unsere Restauratorin berichten, die auch hier stark mit eingebunden war und auch mitgelitten hat mit den Figuren, weil eben auch das Verfahren so neu war. Und wir haben immer auch gehofft, dass das funktioniert und dass das klappt. Ja, und jetzt haben wir hier die Restauratorin der Kunstsammlung vor der Linse. Und es wäre ganz lieb von Ihnen, wenn Sie uns mal erklären, wie dieses spannende Verfahren so abläuft. Ja, also es war nicht einfach, jemand zu finden, der sich auch diesem Thema widmet, weil es gab im Vorfeld schon mehrfach Versuche, dieses ölhaltige Mittel aus Figuren, die aus gefassten Figuren, die also eine Farbfassung bzw. eine Vergoldung auf der Oberfläche haben, dieses eingebrachte Öl wieder rauszubringen, ohne dass die Fassung bzw. die Vergoldung Schaden nimmt. Es gab einige Versuche, wo die Fassung dann wirklich angegriffen wurde. Und mit dem Herrn Pischner, einem Restaurator im Raum Freiberg, haben wir jemanden gefunden, der sich schon auch zu seiner Diplomarbeit mit solchen Themen befasst hat. Und er hatte eine Idee und wir haben ihn praktisch innerhalb dieses Projekts bestärkt, doch diese Idee zu verfolgen. Durch finanzielle Unterstützung der Landesstelle für Museumswesen konnte er dann so einen Stahlbehälter bauen, wo die Figuren eingelagert worden sind. Dieser Behälter ist ein geschlossener Behälter, der unter leichtem Unterdruck steht. Und da wird ein Lösemittel eingedampft, sodass das Lösemittel praktisch berührungsfrei wirkt, sodass auch die Fassung nicht irgendwie abgeschabt werden kann oder abgespült werden kann, sondern das Lösemittel wird in der Dampfphase eingebracht und dauert aber demzufolge sehr lange, bis da ein gewisser Sättigungsgrad eingetreten ist innerhalb dieses Behälters. Und dann beginnt dieses Öl, was eingebracht war und eben zum Teil so gummiartig verhärtet war an der Oberfläche, beziehungsweise eben auch noch relativ flüssig im Inneren war, beginnt sich dann herauszulösen. Das dauert aber wirklich Monate beziehungsweise Jahre. Wenn man diese Figuren nicht behandelt hätte, was wäre am Ende passiert? Am Ende wäre passiert, dass die Holzstruktur sich zersetzt hätte und die Figuren sich quasi aufgelöst hätten. Also da gab es auch schon Beispiele, wo ein Kopf praktisch in den Hals reingefallen ist, weil die Holzstruktur sich so zerstört hatte, dass das Holz einfach nicht mehr da war. Wie viele Figuren konnten Sie denn am Ende retten?
Also wie gesagt, dieser Vielauer Altar mit 5 Figuren, dann die Häufner-Figuren aus der ehemaligen Kirche in Reinsdorf, das sind 4 Figuren, und die 2 großen Portalfiguren waren alle in diesem Behälter. Und auch diese Flügel und auch der Schrein inklusive. Diese Objekte bleiben jetzt erstmal hier in den Kunstsammlungen vorhanden? Ja. Das sind Leihgaben? Das sind, zum großen Teil sind es Leihgaben. Diese Figuren, mit denen wir damals begonnen haben, sind unsere Figuren. Aber die gehören zur Dauerausstellung. Genau, wir haben die, wir haben Verträge abgeschlossen mit den Kirchgemeinden, dass die dauerhaft bei uns bleiben können. Der Wermutstropfen, die Objekte können am Standort in den Kunstsammlungen nur noch bis zum 30.06.2024 bewundert werden. Bereits jetzt packt man zusammen, denn das Haus wird vor allem vor dem brandschutzseitigen Hintergrund bis 2028 saniert. Ausgewichen wird dann an mehrere Standorte, zum Beispiel in die Galerie am Domhof. Also nutzen Sie in den nächsten Wochen die Möglichkeit, die Kunstsammlungen noch einmal zu besuchen. Werbung. Der Job bei der Allianz ist sehr flexibel. Man kann als selbstständiger Unternehmer natürlich seine Hobbys, bei mir ist das der Nebenberuf mit der Musik, gut vereinbaren mit dem Hauptberuf. Natürlich ist es wichtig, eine gute Eigenorganisation zu haben, dass man das gut managt, dass man natürlich seine Bürozeiten abdeckt, gleichzeitig aber auch dann am Abend oder am Wochenende mit der Band auf Tour gehen kann, die Konzerte spielen kann, und das ist auf jeden Fall gegeben und macht großen Spaß. Neu bei TV Westsachsen, Laufwerk Zwickau. Von Hand für den Fuß. Die Gesundheitshandwerker kümmern sich um ihre Fußgesundheit. Laufwerk aktuell, jetzt bei unserem Programm. Treitschke. Dieser Name steht seit nunmehr 27 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit rund um die Pflege. Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand. Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt Sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung, Stoma- und Inkontinenzversorgung – alles ist vorrätig im Sanitätshaus Treitschke. In der modernen, geräumigen Orthopädieabteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein. Fordern Sie uns. Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Treitschke, äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau. Ging das zu schnell? Mit TurboSpeed ins Internet. Wir verbinden euch leistungsstark und stabil. Surfen Sie Gigabit schnell zum Megapreis. Mit 1000 Mbit pro Sekunde für dauerhaft 34,99 Euro im Monat. Einfach buchen auf pure.com. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Nach einer Nacht mit Werten im einstelligen Plusbereich erwartet uns am Samstag ein trüber Tag. Im Tagesverlauf kann uns der eine oder andere Schneeschauer ereilen. Die Höchstwerte liegen morgen bei 2 Grad plus. Am Sonntag gibt's dann Nachtfrost.
Die Temperaturen bewegen sich am Tag um den Gefrierpunkt. Der Westsachsenhimmel zeigt sich zugezogen. Immer wieder gibt es kurze Schneeschauer. Mit viel Glück bekommen wir mal kurz die Sonne zu Gesicht. Der Start in die neue Woche wird dann winterlich. Am Montag müssen wir uns bei Maxiwerten von 3 Grad plus auf Schnee und Schneeregen einstellen. Am Dienstag erzielen wir dann nur noch Temperaturen von minus 2 Grad. Den ganzen Tag über fällt Schnee. Das war tagaktuell vom Freitag. Wenn Sie nicht genug bekommen können, Sie finden alle Beiträge noch einmal in der Mediathek. Ansonsten sehen wir uns dann nächste Woche wieder. Dann eröffnen wir auch schon die ersten Weihnachtsmärkte. Vielleicht berichten wir darüber. Schauen wir mal. Bis dahin. Tschüss.